Bestimmt hast du mit Google schon oft Bilder gesucht. In diesem Film zeige ich dir noch zwei weitere Tipps, die mir wichtig erscheinen für die Suche nach Bildern. Suchen wir mal nach dem Matterhorn. Hier steht es schon, wenn ich zu schreiben beginne und ich klicke auf Bilder und komme auf die gewohnte Liste der zur Verfügung stehenden Bilder. Und wenn du jetzt ganz bestimmte Vorstellungen hast, dann klickst du auf Suchoptionen und hier kannst du noch weitere Einstellungen vornehmen. Beispielsweise kannst du nach einer bestimmten Größe suchen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn du das Bild zum Beispiel für eine Präsentation verwenden möchtest, damit es eben auch qualitativ genügend ist. Über Farbe kannst du nach farbigen oder schwarz-weißen Bildern suchen oder auch solchen, die transparente, also durchsichtige Bereiche enthalten. Zum Beispiel bei Symbolen ist das wichtig, die du in einer Präsentation einfügen möchtest. Dann Typ, das ist eigentlich selbsterklärend, da kannst du auch nach gezeichneten Bildern suchen und so weiter. Über Zeit kannst du einstellen, wie aktuell ein Bild sein soll. Und wichtig vor allem die Nutzungsrechte. Hier kannst du nach Bildern suchen, die du eben auch im Internet weiterverwenden darfst. Beispielsweise für einen Blog oder eine eigene Website. Natürlich musst du dann trotzdem noch den Autor oder die Autorin darunter schreiben als Quelle. Hast du noch weitergehende Vorstellungen, so klickst du auf das Zahnrad und über die erweiterte Suche kannst du noch deutlich mehr Optionen wählen. Das lassen wir jetzt aber bleiben, sondern ich möchte dir den zweiten Punkt zeigen. Nehmen wir an, du hast dich für dieses Bild entschieden. Es ist ganz wichtig, dass du eben nicht das kleine Vorschaubildchen aus Google speicherst, das wäre qualitativ ungenügend, sondern wie ich es gemacht habe, dass du darauf klickst und anschließend auf Bild ansehen klickst und dann wird es formatausfüllend geladen und mit einem langen Klick mit dem Finger kannst du das Bild speichern und es gelangt in deine Fotosammlung. Willst du übrigens wissen, woher dieses Bild kommt oder in welchem Kontext es erscheint, da kannst du dann die Seite besuchen und hier siehst du, wie es verwendet wird. Voilà. Und jetzt schauen wir noch, ob es wirklich geklappt hat. Hier in den Fotos sollte dieses Bild nun sein. Ja, tatsächlich.